Bitte nie! Christian! Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Valheim. Ausgabe Nummer 4. Ich bin auch Christian und begrüße euch recht herzlich zu diesem schönen Video. Wir machen weiter, wo wir letztes Video aufgehört haben, nämlich hier mit dem Hausbau. Das ist erstmal soweit fertig. Ein kleines provisorisches Häuschen, was ich mir hier erstellt habe. Wir werden später noch zu einer anderen Stelle umziehen. Aber für den Anfang muss es erstmal reichen, denn unser erster Boss steht uns bevor. Bevor wir den aber uns schnappen können, müssen wir noch ein bisschen Hirsche jagen gehen, was wir auch machen werden in dieser Episode. Und ich werde noch ein paar Feuersteine einsammeln, weil ich meine Werkbank verbessern möchte. Bevor wir jetzt aber erstmal loslegen mit dem Spiel, möchte ich euch noch kurz unterrichten, dass ich mir ein paar sehr hilfreiche Mods installiert habe, um das Spiel hier ein bisschen zu erleichtern. Es sind quasi Mods, die man eigentlich nicht braucht, wenn man zum Beispiel mit mehreren Leuten spielt, weil dann ist ja alles, sieht ja alles immer schön Hand in Hand. Da ich jetzt hier mal alleine durch die Gegend renne und hier dadurch deutlich viel mehr Zeit verstreichen würde, habe ich mir gedacht, ich installiere jetzt einfach mal ein paar Mods, die das so ein bisschen einsparen, ne? Und einer dieser Mods werdet ihr jetzt sehen, einer meiner Zuschauer wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen aufregen, weil ich kenne ihn ja schon inzwischen jetzt, weil er meckert gerne mal rum, Mods mag er sowieso nicht, ne? Er weiß jetzt noch wegen meine, er guckt ja gerade zu. Ich habe meine Tragkraft erhöht, ich habe es verdoppelt, ne? Ich habe jetzt einen Stack von 200 und kann 600 Kilo mitnehmen. Einfach mehr Items heißt, ich kann ein bisschen mehr mitnehmen, muss nicht immer wieder zurückrennen, das spart auch ein bisschen Zeit. Und was Baumaterialien betrifft, habe ich da auch gleich ein bisschen mehr an Vorrat. Ich hätte locker eine Zehnfache machen können, wäre aber zu viel gewesen. Doppelte muss reichen. Vor allem später, wenn wir dann mit Stein arbeiten, ist das auch eine große Erleichterung, weil das wird dann noch länger dauern. Und so sehr in die Länge ziehen möchte ich den Let's Play halt auch nicht. So, dann habe ich hier einen Mülleimer als Mod. Ne, da kann ich jetzt zum Beispiel, jetzt zeigt leider nicht, doch, jetzt zeige ich hier eine Feder hier. Kann ich mal die Federn, brauche ich jetzt noch, die Federn brauche ich noch. Kommen wir hier mal. Bisschen mitnehmen hier, so hier, wir werden mal hier ein bisschen. Okay, so zack, haben wir jetzt hier zwei Baumbohnen oder zwei Baumsamen. Wenn ich jetzt hier auf den Trash packte, dann sind die weggeschmissen und ich habe wieder ein leeres Feld hier. Fand ich sehr gut. Trash-Dings erleichtert auch ebenso viel, weil beim WSR Valheim hat man sehr schnell ein völlig volles Inventar-Dingens hier. Wenn du Sachen hast, die du nicht brauchst, musst du erst auf den Boden schmeißen oder musst halt einen Cheat aktivieren, dass dann irgendwie die Items von der Nähe verschwinden. Hier kannst du dir jetzt erstmal zumindest, was du im Inventar hast, in den Mülleimer schmeißen, was ich sehr gut finde. Ein anderer Mod, den ich jetzt noch habe, der für mich ja aufgrund meiner Faulheit sehr hilfreich ist. Wir haben jetzt automatische Türen. Zack, Tür auf. Zack, Tür zu. Sehr, sehr hilfreich. Hat mich immer schon bei Minecraft genervt, dass man aber mit dem Knopfdruck die Tür öffnen müsste. Obwohl, in Minecraft hast du ja Druckplatten in die Türen auch auf. Druckplatten haben wir im allerdings nicht. Aber die Mod macht es, die Tür auf und zu machen, sehr, sehr hilfreich, wie ich finde. So, dann habe ich noch eine Mod, die erkläre ich euch später, wenn ich es nicht vergesse, weil die können wir noch nicht benutzen, weil uns dafür noch der weitere Fortschritt fehlt. Die können wir nämlich erst benutzen, wenn Eiktür weg ist oder schon besiegt wurde und wir dann seine Hacke haben. Deswegen schweige ich mich da noch drüber. Und irgendwann mit der Ausdauerleiste habe ich die auch noch, aber ich weiß nicht, wenn es genau erwähnt ist. Da steht ein Hirsch. Ich habe aber jetzt noch keine Pfeile. Mal gucken, ob ich die bauen kann. Ob ich einen Bogen bauen kann. Weil wir müssen ja auf Hirschjagd gehen. Denn wir brauchen nämlich Hirschtrophäen. Und wir auf jeden Fall können wir einen Bogen herstellen. Das ist schon mal gut. Aber jetzt reicht es für die Pfeile nicht mehr aus. Doch, haben wir noch. Wir haben noch 8. Doch, wir haben noch genug Pfeile. Jetzt konnte ich gleich den ersten Hirsch da legen. Heute gehen wir auf Hirschjagd. Ich brauche nämlich die Trophäen für Eiktür. Den wir übrigens auch relativ schnell besiegt kriegen werden. Dafür habe ich aber keine Mods. Aber die Spielmechanik selbst hilft mir dabei, Eiktür relativ schnell zu besiegen. Ist auch nur quasi der Willkommensboss. Ich glaube, richtig los jetzt erst ab dem komischen Giftfieder im Sumpf. Der Kampf wird dann richtig böse. So, und da ja jetzt ein Hirsch da steht. Schleichen wir uns da mal angucken, von wo der Wind kommt. Von der Seite. Das heißt, der dürfte uns jetzt erstmal nicht riechen. So, muss erstmal mein Dings auswählen. Machen wir den hier hin. Den haben wir jetzt auf der 6. Oder steht er? Ich hoffe, dass wir den jetzt noch erwischt. Der sieht mich fast. Mal ein bisschen drüber wegziehen, damit der Pfeil auch bei ihm ankommt.
Direkt drauf zählt nicht, denn. Erwischt. Sehr schön. Hoffen wir mal, dass er schon mal eine Höchststrophe hier fallen lässt. Und da möchte ich schon mal nebenbei hier Feuersteine sammeln, weil ich möchte mal meine Werkbank verbessern. So, was ist das hier? Das ist ein ganz normaler Stein, können wir noch nicht abbauen. Also, ich brauche Feuersteine. Gucken wir mal nach, wo wir die finden. Die müssen ja meist immer in Ufernähe. Und ich hoffe, dass da nicht so oder Wilfried kommt, der uns mal eine Wäsche will. Was aber durchaus passieren kann. Da haben wir jetzt schon mal einen Feuerstein. So. Sagen Sie mal, was essen wir? Haben wir noch Essen bei mir? Ja, nur eine Frucht. Muss erstmal ausreichen. So, wir haben vier Dings. 10 Stück brauche ich für den verbesserten. Für die verbesserte Werkbank. So, dürften wir jetzt 6 Stück haben. 4 fehlen noch. Ich würde mal lieber hier bei den Dings anlegen. Da ist gerade der nächste. Das kann sein, dass hier angriffslustig ist. Na komm, erledigen wir das hier. Genau, so. Aufheben, Feuerstein, her damit. Dürfte jetzt der 7. sein. Jawohl, Grischer hat mitgezählt. Sehr schön. Und hier haben wir die nächsten Bienen. Haben wir schon alle 10 zusammen. Sehr schön. Können wir unsere Werkbank verbessern. Und später bessere Sachen bauen. Weil die können wir uns nämlich schon leicht leisten. Obwohl, ich muss noch ein paar Bäume fällen. Aber wir haben ja alles dabei. Von daher passt das schon. Komm her hier. Einsammeln. Ja, diesmal die richtig schön viele Feuersteine rum. Das finde ich sehr schön. Könnte wetten, dass wir die später noch brauchen können. So, 2, 3. Komm her, du kleine Tessel Kackvieh. Komm her hier. Komm zum Onkel Krischan. Lass dich verhauen. So. Nochmal ihn. So. So, und jetzt hole ich erstmal die Dings raus. Und jetzt wollen wir erstmal wieder ein paar Bäume fällen. Und hoffe, dass ich nicht wieder vom Baum erschlagen werde. Aufpassen, wo der hinfällt. Ah, er fällt in die Richtung oder so. Am besten hinter dem Baum. Ah, scheiße, die Birke hat zurück schon mal runterruppen können. Wenn wir schon mal Edelholz hier habt, bevor wir Eichtür besiegt haben. Ich hab's kaum gesagt und schon ist es passiert. Das gibt's doch nicht, Alter. Die kleine Scheißkante ist runtergerutscht und hat mich voll platt gemacht. Ich werd verrückt. Eine kleine Scheißecke da. Aber egal, wir holen alles zurück. Wir sind ja zum Glück noch am Anfang hier. Da, ja, Tür auf, Tür zu. Ey, das ist so erleichternd. Das ist gerade die Tür. Da automatisch aufgeht, finde ich gut. Da ist ein Wildschwein. Da sind wir jetzt gerade ein bisschen machtlos. Jetzt, wo ich meine Sachen nicht habe, ist das scheiß Wildschwein da. So. Zack, alles wieder gekriegt. Muss mal wieder ein bisschen anziehen hier, wa? So, da haben wir jetzt hier 5. Okay, weiter jetzt. Ich muss mein Dings aufwerten, meine Werkbank aufwerten. Weil das ist ja auch wichtig. So, also nochmal. Die tödlichsten Sachen im Wahlheim sind nicht die Monster und die Trolle, sondern Bäume. Oh, jetzt geben wir Abstand hier. So. Zack, immer hinten Kante. Ah, ein bisschen Holz mitgenommen hier. Aber warte, der rollt mir weg. Das machen wir andersrum. Von der anderen Seite. Komm, weg da. So, zack, eingesammelt. Hier ist so viel Holz rum. Zack. So. Hier noch. Hier ist schon so viel Holz im Inventar, dass es nicht aufnimmt. Aber warum? Doch, da haben wir doch. Und wir gleich erstmal die Werkbank erhöhen und dann, wie gesagt, wir müssen auf Hirschjagd.
So. Sollte reichen, um unsere Werkbank jetzt ein bisschen zu verbessern. Fehler brauchen wir erstmal nicht. Ich frage mich gerade, ob ich hier vielleicht auch Steinpfeile machen kann, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ach, wir haben ja noch einen anderen alten Feind hier. Ja, der riecht ja auch schon seit Ewigkeit auf der Birke drauf. Dann wollen wir das mal ändern. Schluss mit der Paarung. So. Ach, Wilfried ist wieder da. Wilfried, komm mal her. Lass dich verhauen. Komm, ja, zack, so. Jetzt mal deine Brüder wieder mitgebracht. Damit vielleicht ein bisschen lustiger geworden. Aber so jetzt auch. So. Und gerade Möwe hinter uns gelandet. Und jetzt werden wir erstmal hier schön unsere Dings verbessern. Natürlich so, dass es oben ein bisschen schön aussieht erstmal. Können wir da auch schon Gerbgestell herstellen? Ne, da fehlt noch einiges. Ah, jetzt fehlt natürlich wieder Feuersteine. Hirschfell, Umhang, Lederhelm, Feuerstein. Feuersteinpfeil, sehr schön. Das ist gut gegen Eigtür. Macht ein bisschen mehr Schaden. Also, was haben wir jetzt hier? Zerlumpte Hosen, Bogen, Hirschfellumhang. Brauchen wir 4 Hirschfälle und 5 Knochenfragmente, die jetzt noch fehlen. Jetzt haben wir eh schon. Lederbrustpanzer. Hirschfell fehlt dazu. Sehr schön. Feuersteinakt, Holzpfeil, Feuersteinpfeil. Ich weiß tatsächlich, welche ich mache, aber ich habe jetzt nur noch 7. Warte mal. Vielleicht kann ich ja doch noch ein paar herstellen. Jetzt wird er meckern, weil Feuersteine fehlen, das ist klar. So, wir müssen noch ein paar Sachen ablegen. Oder manchmal auch in Müll schmeißen. Das brauche ich erstmal nicht. Na gut, Holz kann ich erstmal weghauen. Das kann ich aber da fällen, ist ja nicht das Problem. So. Die kann ich auch erstmal weghauen. Alle Sachen, die man immer wieder findet. So, wir haben jetzt 60 Pfeile aus Feuerstein. Dürfte gegen Eigtür ein bisschen mehr abziehen. So, Knochenfragmente. Die behalten wir natürlich. Da haben wir schon mal eine Hirschtrophäe. So, Hirschfell. Hier Buchensamen brauchen wir auch erstmal nicht. Leider, ich hab irgendwie noch einen Tastenkürzel. Um das hier alles ein bisschen zu ordnen. Aber gut. Also, was brauchen wir jetzt für Dings hier? Für den Lederhelm, was braucht man dafür? Wir brauchen erstmal auf jeden Fall Hirschfelle. Lederbuspanzer. Hirsch, wir brauchen erstmal eine ganze Menge Hirschfelle. Dann schauen wir mal, ob wir welche finden. Okay, da ist wohl der nächste Knochenkalle hier. Nicht Knochenkalle, aber Wilfried ist wieder da. Aber die Feuersteinpfeile möchte ich jetzt noch nicht benutzen. Die sind für die Hirsche viel zu schade. Deshalb werde ich die mal hier reinpacken in so eine Kiste hier. So, Feuersteinpfeile sind die hier. Die kommen dahin. Hirschtrophäe nehmen wir mal mit. Packen wir sie hier mal rein. Hirschfell packen wir hier mal rein. Brauche ich jetzt auch nicht. Knochenfragmente brauche ich auch erstmal nicht. An die ranzukommen wird sowieso ein bisschen schwierig werden. Weil ich bin noch nicht bereit für die Höhlen im dunklen Wald. Ansonsten haben wir jetzt noch ein bisschen was zum Kochen da. Wo hat Essen hier unten hin? So. Die Bienenkönigin lasse ich mal hier. Sicher, sicher. Dann mal hier Honig. Den kann man auch noch für Essen benutzen. Baumharz packe ich mal hier drin. Hier die Trophäen hier. So, sieht das schon viel besser aus. Bin schon eher zufrieden. Gut, dann lass uns mal auf Hirschjagd gehen. Ich hoffe, dass wir hier welche entdecken. Oder noch mehr entdecken. Achso, Tür geht ja alleine zu. So, mal gucken, ob wir, was wir hier so finden. Heute geht's also auf die Hirschjagd. Ach, Wilfried. Aber ich muss halt essen, sehe ich gerade. Nehmen wir mal hier eine Erdbeere und Honig. Jo, die hätten auch schon Fleisch braten sollen, aber im Augenblick, da ist ein Hirsch. Mal gucken, ob wir jetzt sehen können, von wo der Wind kommt.
Ich weiß nicht, warum keine ein Animation. Ach, sind ja zwei. Mist, der wird mich gleich sehen. Scheiße. Dann muss man den davor. Ah, mich gesehen, wa? Nimm mal dich halt. Jawohl, ich hoffe, dass eine Trophäe fallen lässt. Der andere kommt eh gleich zurück. Hirschtrophäe, sehr schön. Haben wir schon mal die zweite. Muss noch warten, bis der andere zurückkommt. Oh, da ist ein Wildschwein. Und das können wir uns gleich später. Erstmal muss der andere Hirsch zurückkommen. Ich wollte mich hinter einem Stein verstecken. Ich hoffe, dass das hilft und reicht. Da kommt er zurück. Aber ich glaube, der wird mich trotzdem sehen. Ah, trotzdem geschafft. Sehr schön. Aber keine Trophäe gekriegt. Aber dafür Hirschfleisch. Aber da ist ein Wildschwein. Jetzt können wir uns holen. Schweinchen, Schweinchen. Biele, biele, biele. Ach, ist ja keine Ente. So. Also wir haben schon mal zwei weitere Hirsche erlegt. Da rennt wieder ein Schwein durch die Gegend. Komm her, wir brauchen Schweinefleisch. Das Nasse war bestimmt gerade baden. Sehr schön. Okay, aber ich später versuche mal eine Schweinefarm irgendwie zu errichten. Boah, hier sind so viele Schweine jetzt gerade. Aber alle werde ich jetzt nicht mitnehmen. Was, dass die denn irgendwann komplett weg sind? Warum holen wir uns noch eins? Lassen wir den Rest hier liegen. Da gibt man die ganze Armee von den Dingern hier. So, sollte reichen. Dann lassen wir in Ruhe, damit die sich hier wieder vermehren können. Was haben wir hier? Einen Runenstein. Gucken, den schauen wir uns mal an. Dieses Land ist wild und ungestüm. Doch wir alle sind noch viel wilder. Erfreut dich an die Gedanken, die du vor dir siehst, Reisender des guten Holzes und Steins und auch der Früchte und Blumen des Waldes. Wahrscheinlich sind deswegen so viele Schweine hier, weil hier dieser Stein hier ist. Und besieht auch die Wildschweine, diese Länder durchstreifen. Sie fürchten das Feuer und die Hand der Menschen, doch du kannst sie fangen und zähmen. Nähere dich ihnen und biete ihnen Futter an, sie werden den Wurzeln des Bodens nicht widerstehen können. Ah ja, also die werden halt Früchte nehmen, ne? Deswegen waren die so viele, weil der Stein hier ist. Aber wir haben es jetzt nachts. Dann gucken wir mal nochmal zurück in den Wald. Ich muss da wieder schlafen gehen. Aber ich glaube, vorher sollte ich mal anfangen, ein bisschen Fleisch zu braten. Gibt uns ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen mehr Gesundheit. Weil Früchte und Honig sind zwar auch sehr gesund, aber wir kommen, wir sind wichtiger. Wir brauchen Fleisch. Oh, jetzt. Das sind halt drei Stück, Alter. Wie geil. Fleisch muss warten. Das sind drei Hirsche. Den holen wir uns zuerst. Ich hoffe, dass ich gerade richtig mache. Der andere bleibt eiskalt stehen. Sein Fehler. Oh Gott. Nee, okay, jetzt sind sie weg. So, Hirschfleisch, Hirschfell. Leider keine Hirschtrophäe. Schade. Was mit am Baum? So, ja, wir haben auch versucht, die Hirsche zu erlegen. Die kommen wir gleich zurück. Da ist der erste. Der sieht mich überhaupt nicht. Tut mir leid, Kollege, aber ich brauche dich. Brauch dich leider. Sehr schön. Hirschfleisch, Hirschfell, Hirschfleisch. Leider wieder keine Trophäe. Doch, 3 von 80. Wir haben, glaube ich, du hast schon 5 Stück zusammen, oder? Fehlt noch einer. Habe ich jetzt eh Hirschtrophäe weggepackt oder 2 in der Kiste? Ich wüsste das ja nicht mehr. Aber ich glaube, wir brauchen nämlich 5 Stück noch für Eigentür, um den herauszufordern. Darum könnten wir uns dann wahrscheinlich in der nächsten Episode kümmern. Obwohl ich tatsächlich aber erstmal eine bessere Kleidung haben möchte und bevor ich gegen Eigentür antrete.
Aber für den Umrang reichen unsere Knochenfragmente noch nicht aus. Und unser Knochenkalle ist ja leider nicht mehr da. Ich könnte mal versuchen, Dr. Wild vorbeizuschauen, ob dann Knochenkalle auftaucht. Ich höre jetzt mal einen Hirsch, aber ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Da ist er. Scheiße, hab mich gesehen. Das hat eindeutig gehört. Das war der Angstruf, der hat mich gesehen. So, wollen wir uns mal hier verstecken. Mal gucken, ob ich den irgendwie entdecke. Ja, nachts jagen gehen ist auch keine Dings, wie früh es mich gerade einen Arsch ab. Aber das Schöne ist, dass die Hirsche immer wieder an ihre Stelle zurückkommen. Eigentlich. Aber warum, wie gesagt, warum jetzt meine Figur keine Schleichanimation hat, weiß ich nicht. Wo bist du? Der war doch gerade hier irgendwo. Da kommt er. Okay, schauen wir mal, ob ich von hier aus erwische. Jawohl, da haben wir ihn. Sehr schön. Wenn du mir zumindest eine Hirschtrophäe bringst, dann können wir eigentlich quasi schon herausfordern. Hirsch, jawohl, da haben wir sie alle zusammen, definitiv. Gut, dann werde ich jetzt mal gucken, ob ich mich kleidungstechnisch schon mal etwas. Ne, keine Sorge, dich lasse ich jetzt in Ruhe. Ich habe dich gerade gehört im Hintergrund, aber ich lasse ich jetzt in Ruhe. Oh je, da kommt der nächste Nervenbündel. Kackvieh. Okay, wir sind ja gerade nachts unterwegs. Vielleicht kommt da gerade ein Knochenkalle noch vorbei. Der musste bestimmt auch irgendwelche Brüder haben. Der musste irgendwo ein Nest hier haben. Jetzt müssen wir ja Knochenkalle nicht mehr fürchten, weil sie die gut ausgerüstet. Na, mal schauen. Warte mal, wir können uns auf jeden Fall schon mal Lederhelm herstellen. Aus 6 Hürfen. Der war da ein Hirschfall, habe ich jetzt 9. Lederhosen. Ist wahrscheinlich, ich glaube, eine Lederhose wäre jetzt wahrscheinlich besser angebracht, ne? Wir brauchen mal 6 Hirschfälle. Und Lederbrustpanzer. Ja, machen wir erstmal Lederhosen. Wir haben nämlich keine Hosen mehr. So. Dann werden wir die mal anziehen. So. Schauen wir mal kurz nach, wie das aussieht. Ja, sieht doch schon viel besser aus. Aber ich möchte noch bessere Kleidung haben. Das heißt, wir werden noch weiter auf Hirschjagd gehen. Weil wir brauchen noch mehr Fell. Aber das machen wir tagsüber, dann sehen wir ein bisschen mehr was. Weil, das haben wir jetzt nachts. Denn den Lederbrustdings und den Lederhelm hätte ich ja schon gerne. Das heißt, wir brauchen noch mindestens 12 Hirschfälle. Mal gucken, wie weit ich jetzt komme in den restlichen paar Minuten, die wir noch haben. Ansonsten werde ich das Offscreen-Wetter ja und dann werden wir das im nächsten Video anziehen beim Anfang. Und dann werden wir Aikto herausfordern. Das werden wir jetzt in der 5. Episode problemlos hinkriegen. Da ist ein Hirsch. Ah, Hirsch! Da ist der nächste. Also ich sehe jetzt nicht, von wo der Wind kommt. Von der Seite. Wo sollte ausreichen? Erwischt. Hirschjagd in Hawaii macht Spaß. Muss ich gleich zugeben. So, Hirsch. Und Hirsch vielleicht mal. Achso, warte mal kurz. Ich weiß, was ich jetzt noch am Ende der Episode mache. Mir fällt mich gerade was ein. Wie viel Holz habe ich jetzt hier? Achso, das hat ja eine Dix gepackt. Hier. Nee. Da war Essen. Da ist nichts. Ich habe doch Holz gehabt. Ach nee, das hat ja weggeschmissen. Genau, stimmt. Stimmt, weil ich jetzt ja weg da. Gut, dann machen wir was anders. Dann werden wir jetzt erstmal in dieser Episode anders machen. Weil ich erstmal mich hier hin. 4. Ach, jetzt fällt ja. Ach so. Haha, gut, okay. Jetzt zeigst du mir mein Fleischbrate. Bevor wir jetzt weiter auf Hirschjagd gehen. Und da liegt noch ein bisschen was. Wir haben das auf der 5. Zack. Ja, wenn wir nämlich erstmal nicht mit. Für Fleisch. Braucht Protein und Eiweiß.
Möchte heiße tote Tier essen. Fahr jetzt alle wieder in meine Richtung. Ja, der Dicker hat die Birke geknallt. Ah, scheiße, wir. Nein, ich kann die Birke doch noch nicht kaputt kloppen. Die ist noch nicht in alle Einzelteile zersprungen. Scheiße. Schade. Edelholz wäre natürlich jetzt auch richtig geil gewesen. Birkensamen. Ach, guck an. Wir können Birken pflanzen. Aber halt, wie gesagt, noch nicht. Also hier, ich weiß nicht, wenn der Förster hier ankommt und mich beim Holzfällen stört, werde ich ein bisschen angepisst, muss ich sagen. Ich glaube, unser Förster mag es hier nicht, dass wir den Wald abroden. Kann er vergessen, der kriegt was auf die Fresse und dann geht es hier weiter. Einfach ist das. Oh. Weil ich muss das langsam mal mein Fleisch braten. Sollte ich jetzt noch zufällig den Hirsch entdecken, erleben wir den jetzt auch noch. Weil ich höre hier nämlich gerade welche, oder eh zumindest. Ja, von daher. Mal gucken, ob ich jetzt Eiktür in der nächsten oder übernächsten Folge. Links, jetzt ich mal. Aber ich brauche erstmal neue Klamotten, ne? Also, die, wir haben ja schon mal auf jeden Fall schon mal eine ziemlich geile Hose an. Ich hoffe, die betont unseren Hintern so wunderschön, wie ich gerade erwarte. Ne? Wir wollen auch ein bisschen was für die männlichen Zuschauer hier zu bieten haben, ne? Ist das ein Hirsch? Oder ist das ein Wildschwein? Das ist ein Wildschwein. Na komm her. Du hast mich immer erwischt, aber. So, schauen wir noch, ob ich noch einen Hirsch finde. Ich würde mich gerne noch. Ich höre nämlich gerade einen Hirsch. Aber ich sehe ihn. Da steht er. Ein bisschen schleichen. Scheiße, der Baum ist hier im Weg. Jetzt so ist besser. Erwischt. Sehr schön. Doch nicht erwischt. Scheiße. Verdammt. Ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Verflucht. Ob die Keule jetzt ausgerecht hätte, vielleicht hätte ich noch erwischt am hinten am Arsch. Aber ob das ja ausgerecht hätte. Und wo kommt jetzt der Wind? Naja, jetzt kommt der sowieso gleich zurück. Da ist er. Hat er mich gesehen? Nee, hat er nicht. Doch, hat er. Der hat mich doch gesehen. Scheiße. Der weiß, was ihm blüht. Ja, Hirsche sind halt Fluchttiere. Genauso wie Rehe. Oh, da hätte ich ja mit dem Baum verstecken hier. So, jetzt ein Hirschfelle. Hirschfell, Hirschfell, Hirschfell. Da haben wir da 7 Stück. Sehr schön, dann können wir ja gleich unser Oberteil machen. So, jetzt aber. Er ist zurück. Da müssen wir vorsichtiger sein. Der bist schon wieder gesehen, den gibst du ja nicht! Doch, er hat mich gerochen. Der Chesfield hat mich gerochen, der Wind. Okay, dann machen wir was anders. Wir sollen es anderswo positionieren. Müsste irgendwie von der Seite da kommen. Da ist er. Ach, das ist ein Wildschwein. Nee, das. Hätte ich das auch mit eben Schlag kaputt hier, mit eben Bogenschuss hier? Oder hält das viel bisschen mehr aus? Schauen wir mal. Ah, und auch mit dem Ding kaputt. Sehr schön. Und der Hirsch ist wieder am Wegrennen. Diesmal ist die Hirschjagd nicht so erfolgreich. Oder vielleicht ja doch. Jetzt habe ich dich. Haha, erwischt. Am Ende der Episode halt nochmal gekriegt. Gut, werden wir mal zurückflitzen und mal das Oberteil uns
herstellen. Und dann werde ich noch weiter ein bisschen Oskino Fürschjagd gehen, werde dann mein Fleisch braten, dann muss ich unbedingt im Let's Play machen. Und dann werden wir im nächsten Video dann hoffentlich erfolgreich Eiktür erledigen. Wenn es wieder so klappt, wie ich es beim ersten Durchlauf gemacht habe, sollte das wirklich sehr, sehr leicht sein. So, komm mal her hier. Wir stellen jetzt mal den... Warte mal kurz. Das Scheiß, wie macht mir gerade mein Haus kaputt? Was fällt dir ein Haus kaputt zu machen? Du spinnst wohl, du Ratte! Tickst du nicht ganz richtig? Ups, nee, halt Quatsch. Bauen. Jetzt hab ich den falschen Links gedrückt. Muss hier nichts. Doch, hier muss ich mal reparieren. Da, das muss ich reparieren. Der hätte mich vorher geschlagen, die scheiß Ratte hier. Was ist alles soweit fertig? So, ich wollte ja noch wenigstens hier mein Dings herstellen hier. Mein Lederhelm. Komm mal her. So, den ziehen wir auch an. So. Er wird doch langsam, oder? Guck ich jetzt mal hier. Wird doch schon mal ganz gut. Sieht ja schon mal hier richtig gut aus, aber uns fehlt noch, was fehlt uns jetzt noch? Der Lederbrustpanzer, für den brauche ich auch noch 6 Hirschfelle. Aber wie gesagt, darüber werde ich mich im Offscreen kümmern, ich werde mein Fleisch braten, mir noch ein bisschen um ein paar Hirschfelle kümmern. Und dann im nächsten Video jetzt in Richtung Eiktür, dann geht es los. Damit wir im dunklen Wald schon mal ein bisschen anfangen können, Erze zu sammeln und so weiter. Aber ich glaube, für die Höhlen reicht es noch nicht aus, weil die Skelette sind da echt stark. Dann muss ich mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ja, dabei danke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann lasst recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Wenn dir das Video gut gefällt.